Heute ist für meinen heroischen Freund der große Tag. Er bekommt vom regierenden Bürgermeister nicht nur den Verdienstorden verliehen, sondern wird auch noch mit der Ehrenbürgerschaft der Stadt Berlin ausgezeichnet. Anlässlich der Feierlichkeit im Festsaal des Roten Rathauses, zu der auch ich geladen bin, habe ich extra meine mit meinen zahlreichen Auszeichnungen behängte Ausgehuniform angelegt. Und mit Hilfe meines edlen Bacardi 151 bin ich bereits in gehobener Stimmung. Aber im Vergleich mit meinem modebewussten Kameraden sehe ich doch nur wie ein Mauerblümchen aus. Vittorio trägt schwarze Cowboy-Stiefel mit güldenen Sporen. Seine Rosa-Jacke-Hose-Kombination gestattet dem geneigten Betrachter den Blick auf sein weitmaschiges Platin-Netzhemd. Die frisch blondierten und zu Stacheln gedrehten Haare bilden einen scharfen Kontrast zu seiner sonnengebräunten Haut. Alles, was Rang und Namen hat, ist im Festsaal versammelt. Ich setze mich mit meinem zu ehrenden Vittorio in die erste Reihe, bevor auch schon gleich der regierende Bürgermeister das Wort ergreift. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Stadt Berlin, wir sind heute hier zusammengekommen, um einen herausragenden Mann zu feiern, der der Stadt und dem Land Berlin große Dienste geleistet hat. Dieses Stichwort verpasse ich nicht und klatsche meinem Freund energischen Beifall. Doch der regierende Bürgermeister signalisiert mir durch einen freundlichen Blick, dass er nun in seiner Rede fortfahren möchte. Herr Heinz Schmidt. Klausi, mein Ruf. Es tut mir leid, Vittorio, aber hier müssen wir doch den bürgerlichen Namen verwenden. Herr Heinz Schmidt, der das Licht der Welt in Kreuzberg im Jahre 1906... Klausi, untersteh dich! Der vor sehr kurzer Zeit das Licht der Welt in Kreuzberg erblickt hat, hat bereits mehrfach unter dem hohen Einsatz seiner eigenen körperlichen Unversehrtheit und seines eigenen Lebens unsere geliebte Stadt von den Umtrieben gefährlicher Schwerkrimineller befreit. Zuletzt hat er einen Serienmörder gestellt, dem viele junge Frauen zum Opfer gefallen sind und der auch Herrn Heinz... Klausi, ich verlasse den Saal! Der auch Vittorio selbst schwer verwundet hat. Wir sind ihm für diese selbstlose Tat sehr dankbar und ich möchte Vittorio nun bitten, vor der eigentlichen Verleihung und Ehrung selbst noch ein paar Worte. Aber selbstverständlich ist mir schon klar, Schatzi, dass du wissen willst, wie ich das alles so bravourös gemeistert habe. Mein zurückhaltender Freund erhebt sich bescheiden und tritt demütig an das Rednerpult. Schon geht das Blitzlichtgewitter los und die Kameraleute von den Öffentlich-Rechtlichen und den Privatsendern kämpfen immer noch gegeneinander um den perfekten Standplatz. Mir war sofort klar, dass die Polizei dem Mörder meiner lieben Marie nicht das Handwerk legen kann und diese Aufgabe an mir hängen bleibt. Auch wenn sie noch so schnuckelig sind, können diese Dummchen einen so komplizierten Sachverhalt nicht verstehen. Ganz im Gegensatz zu mir. Darum habe ich mich auch sofort bereit erklärt, diesen Irren aufzuspüren, da meine Mädels von der Polizei mich sofort hinzuzogen und mir ungehinderten Zugang zu Maries Wohnung verschafften, konnte ich nach einer langen, komplizierten und systematischen Suche auf ihrem Computer einige wichtige Informationen beschaffen. Ich habe nämlich herausgefunden, dass meine gute Marie einen Verehrer hatte. Leider gab es in dem Brief, den ich fand, keinen Namen. Aber ich kannte die hohen Ansprüche meiner Marie. Ich wusste sofort, dass sie nicht mit irgendeinem dahergelaufenen Typ anbandeln würde. Nein, Marie hatte einen exquisiten Geschmack. Mit diesem Wissen und meinen Möglichkeiten hatte der Mörder schon verloren. Denn ganz im Gegensatz zu der Polizei kenne ich mich mit kriminalistischen Methoden bestens aus. Ich kenne die Sorte Männer, die bei Marie landen konnten. Aber auch der größte Adonis ist ohne fachmännische Coupe de Cheveux ein lächerliches Nichts. So ein Typ muss mindestens alle 2 Wochen frisch gestylt werden, wenn er bei den Frauen, die er ermordet hat, Erfolg haben will. Er mag sich zwar nach den ersten Morden bedeckt gehalten haben und verschanzt haben können, aber um weitere Opfer anzuziehen, musste er zum Friseur gehen. Denn wie jeder hier wohl weiß, was Friseure können, können nur Friseure. So habe ich all meine süßen Kollegen der Stadt abgeklappert und mit deren Hilfe eine Liste
Liste mit all den adretten Boys zusammengestellt, die für mich in Frage kamen. Dann habe ich dank meinem Charme und Charisma einen nach dem anderen verführt und dabei auf Herz und Nieren geprüft. Und die, die sich bei mir aus mir unerklärlichen Gründen geziert haben, wurden von meiner attraktiven jungen Freundin Lisa überprüft. Dabei kamen wir beide voll auf unsere Kosten. Aber ich gebe es hier offen zu, selbst Vittorio ist bei seinen Ermittlungen kurzzeitig einer falschen Spur nachgegangen. Für kurze Zeit hatte ich den Eindruck, dass sich der Mörder hinter der Kutte eines Geistlichen versteckt. Ich hatte nämlich bei Bespitzelungen in Maries Umfeld herausgefunden, dass mein Sonnensternchen eine kleine Affäre mit einem katholischen Pfarrer hatte. Also musste ich mir diesen Typ näher ansehen. Allerdings stellte ich sehr schnell fest, dass er nichts hätte anhaben können. Später rückte sein weltlicher Chef, ein Bischof, in meinen Fokus. Hier dachte ich endlich meinen Gegner gefunden zu haben. So ein widerlicher, arroganter Macho in einem Kleid, der krampfhaft versucht, anderen sein Weltbild aufzuzwingen. Aber auch er schied nach kleinen Recherchen aus. Ihre Alibis sind hieb- und stichfest. Doch ich gab nicht auf und mein Weg führte mich in das Kloster St. Celestin, wo ich zwar einige Schweinereien aufdecken konnte, aber doch nur meine Zeit verschwendete. Also tat ich es dem einzigen vernünftigen Papst und Namensstifter der Abtei gleich und machte mich davon. Natürlich hatte ich sofort wieder die richtige Spur aufgenommen. Ich suchte Maries eifersüchtigen Freund Paul auf, um ihn auszuquetschen. Aber ich kam zu spät. Er lag bereits niedergestochen und schließlich erschlagen auf dem Boden, als ich ihn fand. Wie ich bereits vermutete, hat Paul Marie nachspioniert und etwas über ihren Liebhaber herausgefunden. Und unser Mörder ist kein Dummerchen. Natürlich hat er Paul bemerkt und von da an war Pauls Schicksal besiegelt. Er hätte einfach zu einer zu großen Gefahr werden können. Da aber die Opfer unseres Serienmörders bis dahin nur Frauen waren, haben meine Polizeischatzis das auch nicht gerafft und einen weiteren ungeklärten Mord zu den Akten gelegt. Aber es ist eben nur wenigen wie etwa mir vergönnt, hervorragend auszusehen und einen messerscharfen Verstand zu haben. Paul konnte mir nichts mehr sagen. Dafür hat er mir aber doch mit einem letzten Fingerzeig einen kleinen Hinweis geliefert. Sein Luxusbody hatte einige sehr hässliche Blutergüsse. Stellt euch vor, ihr Schnuckis, dieser muskulöse Macho wurde von dem Pfarrerchen verhauen, den meine liebe Marie verführt hatte. Das wusste ich, nachdem ich diesen Pfarrer Matt im Krankenhaus getroffen habe. Ich war ohnehin gerade dort, um meiner Auszubildenden Trost und Zuneigung zu spenden, und da wurde er eingeliefert. Mein guter Freund Otti meint immer noch, dass er Matt die Kopfverletzung zugefügt hat, derentwegen das Pfarrerchen eigentlich dort war. Aber in Wahrheit ist das Mattchen auf Kerzenwachs ausgerutscht. Das habe ich ganz klar an seinen Schüchen gesehen. Und wie hätte er auch sonst verletzt werden können? Als ob mein Otti-Schatzi noch die Kraft oder gar das Geschick aufbringen könnte, jemanden niederzustrecken. Naja, ist eigentlich gar nicht so wichtig, denn den Pfarrer hatte ich ja schon ausgeschlossen. Aber dank meinen anstrengenden Nachforschungen stand ich nicht ganz bei Null. Sehr erfreut nahm ich mir die restlichen Boys auf meiner Liste vor, bis ich dann Sam getroffen habe. Ich habe hier für euch Schatzis auch keine Geheimnisse. Ich habe mich Sam gegenüber etwas überschätzt. Dieser Strolch griff mich mit seinem gewetzten Messerchen an. Wenn mein Otti nicht gewesen wäre und ich nicht das Glück gehabt hätte, dass er Sam mit seinem Stock getroffen hat, hättet ihr Liebchen heute weinend um mich trauern müssen. Doch ich habe es geschafft und wieder war ein Mörder gefasst. Mein lieber guter Freund Vittorio hat all meine Achtung und mein Lob mehr als verdient. Feine Sache, dass er mich hier vor all den Leuten gedeckt hat und mich nicht wegen der schweren Körperverletzung an Matt angeprangert hat. Und dass er die geile Schwester Johanna nicht in den Dreck zog, versteht sich für einen Gentleman ganz von selbst. Seit mein Vittorio mir am Ende seiner Ansprache für meine Hilfe offiziell gedankt hat, stehe ich stramm und salutiere korrekter als damals bei meiner Vereidigung zum Soldaten. Und schon brechen die Standing Ovations los. Ich drehe mich zu den Applaudierenden um, nehme erneut Haltung an und genieße den Beifall für unsere Heldentat. Nachdem sich die Menge wieder beruhigt hat, geht es weiter und mein treuer Vittorio kommt endlich in den Genuss, ein vollwertiger, geehrter und ausgezeichneter Mann zu sein.
Bevor wir jetzt auf meinen Kameraden Vittorio anstoßen, salutiere ich und verabschiede mich, denn nachher werde ich sicher nicht mehr in der Lage sein, weiter Meldungen zu erstatten. Oberstleutnant Otto, weggetreten!